Papa und Mai sind spazieren gegangen und haben etwas Ungewöhnliches gefunden. Das ist eine Schatzkarte. Und sie sind auf der Suche nach Schätzen. Die erste Kiste wird vom Dinosaurier bewahrt. Wie kann man die Kiste bekommen? Papa hat die Idee, den Dinosaurier abzulenken. Und es fliegt weg. Mai nimmt die Kiste und will sie mit Papa untersuchen. Maya und Papa wissen es noch nicht und berühren, was drin ist. Die Schaben! Welche Schabe ist die stärkste? Es macht Spaß! Wollen wir weiter suchen? Sie merken etwas. Die zweite Kiste wird vom Tiger bewahrt. Maya fürchtet sich nicht und hat die Idee, wie man es ablenken kann. Mit Hilfe der Schabe! Der Tiger verfolgt die Schabe. Und Papa und Mai bekommen die Kiste. Was ist denn drin? Oh, die Mäuse! Sie sind lustig! Was uns noch erwartet? Mama will auch nach den Schätzen suchen. Auf der dritten Kiste steht ein Elefant. Es ist so schwer. Die Maus kann es ablenken. Jetzt kann man die Kiste bekommen. Was ist denn drin? Mai und Mama entscheiden es zu erfahren. Wow, meine Hand! Meine Güte! Fische! Wollen wir weiter suchen? Mary hilft uns. Hier entlang. Die letzte Kiste wird vom Bär bewacht. Das ist so unheimlich. Mama hat die Idee, es mit Hilfe den Fisch abzulenken. Und der Bär ist weg. Was ist denn drin? Wollen wir es berühren? Die Eidechse ist drin. Das ist das Haustier von Maya mit dem Namen Gecko. Alle sind froh, dass Gecko gefunden ist. Die Suche nach Schätzen machen so viel Spaß. So viel Interessantes kann man auf dem Weg kennenlernen.